Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Mike spielt irgendwas. Heute machen wir was Neues. Und zwar mal ein kleines angespielt zu Cozy Caravan. Ich mag ganz so Cozy Games. Und vor allem, wenn sie noch eine schöne Optik haben. Und hier haben wir ein kleines Cozy Game, das auch noch was Besonderes hat von der Grafik her. Wir haben hier lauter Figuren, die anthropomorphe Tiere sind, also menschenähnliche Tierchen. Da haben wir alles mögliche, vom Axolotl bis zum Frosch und Schaf, Pferd, was auch immer. Das ist schon mal ganz putzig. Es ist nicht einfach nur ein Farming-Spiel oder Life-Simulation, sondern hier machen wir nochmal was ganz anderes. Ich habe mal eine neue Idee. Wir sind so eine Art fahrender Supermarkt. So Leute, die früher am Land gelebt haben, die kennen das vielleicht noch. Da fuhr auch immer regelmäßig ein Lastwagen rum und daraus konnte man dann Sachen kaufen. Gibt es heute teilweise auch noch. Da fährt dann der Bäcker oder der Metzger rum und beliefert dann die Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben oder nicht so mobil sind, ständig irgendwo in ein Industriegebiet einkaufen zu gehen, weil früher gab es nicht an jeder Ecke 5 Supermärkte. Und hier machen wir das so ein bisschen ähnlich. Wir fahren über Land mit einem großen Wohnwagen und verkaufen den Leuten Sachen. So, die müssen natürlich wie immer herstellen. Also Crafting und Kochen ist hier ein großes Thema. Und allerdings wird man hier, glaube ich, nicht mit Geld bezahlen, sondern mit Zuneigung. Und da gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Das ganze Spiel ist noch im Early Access, ist also noch nicht fertig. Man kann es daher aber auch relativ günstig kaufen. Und erstmal ausprobieren, ob das später auch in Deutsch es geben wird, weiß ich noch nicht. Allerdings, da das Spiel im Early Access ist, ist in der Entwicklung ja noch alles möglich. Kommt auch immer noch auf die finanziellen Möglichkeiten der Entwickler an. Aber im Forum wurde schon sehr viel gepostet, dass die Leute sich doch eine deutsche Übersetzung wünschen. Kann es durchaus sein, dass das noch reinkommt. Kann man natürlich Hoffnung haben. Wie gut die dann ist, ist wieder eine andere Frage. Und hier eine Figur an einem kleinen Axolotl-Mädel hier. Sieht man schon ein bisschen. Sieht so ein kleines bisschen ruckelig aus, ne? Aber das ist pure Absicht. Die Optik hier von dem Spiel, die ist ein bisschen speziell. Wir machen einfach mal neu. Ich hoffe, das funktioniert hier von den Einstellungen. So, das sieht schon mal echt knuffig aus. Also ein Fuchs, ein Fröschlein, ein Biber. Die auch drehen irgendwie die Figuren? Ne, weiß ich nicht. Hier haben wir eine Kuh, ein Bärchen, Kätzchen. Okay. Ein Otter, ein Goat. Ein Raccoon. Ist ja natürlich auch niedlich, aber ich mag eigentlich auch Füchse. Ich nehme mal einen Fuchs. So, dann können wir hier noch die Farbe ein bisschen ändern. Das Body Color. Warte mal, bei einigen Figuren kann man, glaube ich, noch mehr ändern bei der Farbe. Kriegen noch unterschiedliche Schattierungen dann, ja. Gucken. Sieht das aus? Axolotl. Ja, und dann auch noch so ein bisschen andere Markierungen drauf. Ich bleib mal bei dem Füchschen, das gefällt mir irgendwie. So, jetzt können wir uns hier noch einen Dress aussuchen. Oje, oje. Ja, es gab auch einige Updates schon, habe ich gesehen. Die meisten haben sich jetzt eher so ein bisschen aufs optische Sachen bezogen. Vor allem unglaublich viel Customizing, Klamotten und was auch immer. Also da wird in diesem Spiel, also wer wirklich gerne Customizing macht, der die Figuren ständig mit neuen Klamotten ausstattet, der ist hier, glaube ich, richtig, weil da gibt es unglaublich viel Zeug. Ist ja lustig, auch mit einer Fliege. Okay. Hier so ein bisschen Tanktop, ein bisschen cooler hier so. Können hier auch so ein Overall anziehen. Ja. Also Hosen mit Hosenträger, Suspender Shorts. Können natürlich auch ein Mädel draus machen. Ist ja komplett Wumpe, was man hier nehmen will. Das ist Geschmackssache. Ein Button Dress. Ist das hier? Suspender Pants. Mit der Sonne drauf. Ich finde die ganz witzig. Die passen nämlich auch farblich ganz gut hier. Hi. So, hier kann man sich eine Stimme aussuchen. Die Figuren hier reden nicht, sondern machen halt nur Laute. Und ja, man kann sich immer so begrüßen und zuwinken. Und dann machen sie halt Hallo. Hi. Und da sollte man sich eine Stimme aussuchen, die zur Figur passt. Und vielleicht. Aber hey. Und nicht allzu nervig ist. Hi. Oh, hallo. Hi. So, dann können wir unserem Figürchen hier einen Namen geben. So einen richtigen Namen, der zu einem Fuchs passt. Also, ich nehme ja nicht immer nur meinen. Das finde ich ein bisschen langweilig, wenn ich da unten nur mich selbst spielen. Das ist so, was einem als erstes einfällt, wenn man einen Fuchs sieht. Keine Ahnung, da heißt jetzt Rolf. So, ist mir auch wurscht. So, bitteschön. Gucken wir mal. Ein Smetterling. Ja, und sammeln muss man auch ziemlich viel in dem Spiel, ja? Also, wir sammeln und Customizing, Freunde, ist das hier genau richtig? Eine sehr knuffige Grafik. Flop, flop, flop. Aber wie gesagt, alles Early Access, also hier ist noch nicht alles perfekt. Man kann auch nicht die ganze Karte bereisen, es sind noch nicht alle Gebiete eingebaut, aber man kann schon sehr viel machen. Wack, wack, kleine Fröschlein.
Aber wir wollen uns das mal eben angucken, ob es auch jetzt schon Spaß macht, wenn das Spiel eben noch nicht komplett vollständig ist. So, wo will der Schmetterling hin? Ah, da ist unser Häuschen. So, und da sind wir. Üppen. So, machen wir mal auf. Dearest Rolf. It's your favorite auntie here with an urgent guild request. Ah, unsere Lieblingstante. Die hat sich wahrscheinlich selber so genannt. Das Animal Whizbang Fair, also eine Ausstellung. Und jetzt zum Snack. Ah, wir sind ein neuer Gilden-Rookie, also ein Gildenanfänger in der Gilde der Wohnwagen-Supermarktverkäufer sozusagen. Wir sollen den Gildenrepräsentanten Arthur treffen. Wir werden uns dann noch mal ein bisschen mehr erzählen. Und ja, Big Hugs Auntie Madeline. So. Mhm. So, das ist dann unsere erste Aufgabe. So, hier haben wir dann einen Kalender. Wir fangen donnerstags an. Das ist schon mal interessant. In den meisten Spielen fängst du immer montags an, was eigentlich total doof ist. Er will schon montags arbeiten. Okay, ah, ich kann hier mit... Ah, ich habe hier Maussteuerung, also kann ich hier immer so... Aha, das habe ich auch noch nicht so gesehen, wo man nur diese Fläche dann hinzeigt. No mail for me, okay. Wolf, na ja, gut. Ein bisschen Aussicht hier. So, mal sehen, ob wir jemals wieder zu unserem Zuhause zurückkommen. Los, Schmetterlinge. So, die Figuren sieht man schon, die bewegen sich ein bisschen ruckelig. Das ist aber jetzt kein Fehler, sondern das ist pure Absicht. Die sollen sich so ein bisschen bewegen wie in so einem Stop-Motion-Film. Also das werden die so per Hand animiert. Da hat man ja auch meist nicht eine flüssige Bewegung, so mit 24 oder 30 Bildern pro Sekunde. Sondern es ist immer ein kleines Ruckeln drin. Das hat man hier auch so eingebaut, damit das so einen eigenen Stil hat. Und finde ich auch gut, wenn Grafik eben sowas Eigenes hat. Das kann einen dem einen oder anderen vielleicht auch stören oder nerven oder so. Ich finde es eigentlich ganz nett. Gibt ihnen ganz normal was Besonderes. Ob man es jetzt hätte machen müssen, weiß ich nicht. Ist mal was anderes. So. Okay, was haben wir hier? Ah, der Herr Bieber ist hier auf tätig. Jill. Ah, ist das nicht unser neuestes Guild-Mitglied, Rolf? Rolf. Finde ich gar nicht so schlecht. I sure hope you and Bubba enjoyed your stay. Get view from the cabin, hä? Ah ja, Bubba, das ist der Fahrer von unserem Wagen, Karawan, Wohnwagen. Wir haben eine gute Aussicht von, von der Fahrerkabine. Genau, was klappt er sich da hier zusammen? So, Jacks Repair Job. Also der Karawan muss erst nochmal repariert werden. Natürlich. Oh, meine Werkzeugkasten blockiert den Ausgang dann. Sowas, ja, den kann man natürlich nicht dann wegtun. Ich habe gerade alle Hände voll, genau. Ja, sicher. Du kannst gerade nichts machen, du bist total. Kann ich dich jetzt hier aufheben? Q oder mit rechter Maustaste? Er soll aber dahin, ne? Also mit E kann ich das auch machen. Bleib. So. Kommen wir jetzt hier durch oder was? Okay. Ja, dir auch viel Glück, genau. Wie kann ich denn hier? Also mit E kann ich mit dem quatschen. Oder mit ihr. Okay, hier oben sieht man schon eine Herzchenleiste. Je mehr wir mit den Leuten reden, Missionen machen oder so, dann füllt die sich. Und je mehr Herzchen wir haben, desto eher kriegen wir zum Beispiel neue Crafting-Rezepte oder können uns irgendwas dafür leisten. Also die Währung hier sind Herzchen. Ist auch mal was anderes. Ist ein bisschen liebevoller das Ganze. Also einfach nur Geld, Geld, Geld. So, was kann ich hier noch hier machen? Kann ich hier irgendwie... Nee, das... Mal was ausprobieren, wie man mit dem noch interagieren kann. Aber habe ich nichts. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Wir müssen unserer kleinen Tutorial-Mission hier folgen. Am Donnerstag. So, wir wohnen hier. Bubba, 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 Bubba. Ah, hier ist Bubba. Bubba, Bubba. Er heißt auch Bubba. Bubba vor sich hin. Bubba, Bubba, Bubba. Ja, dir auch einen schönen Tag. Oh, hi! Oh, sieht aus, als wärst du beschäftigt. Okay, Jax, hat wohl die letzte Hand angelegt am Karren, wie es aussieht. Bubba, Bubba. Ja, ja, das finde ich auch. Das Wetter ist besser geworden. Okay, sieht alles sehr gut aus. Wir haben ziemlich viel Platz, den wir verstauen können. Sehr gut. Aha, hier mal eine Kiste.
So, ich gehe mal rum und guck mal, ob die Leute hier so ein bisschen Hilfe gebrauchen. Bubba. Ganz genau, Bubba. Der sagt also, das ist unser Fahrer, unser Froschfahrer, der man heißt Bubba und redet auch mal Bubba. Ja, hier ist unser Inventar. Aha. Food, Textiles, Quest Items. Okay, Quest Items gibt es also auch. Kannst du mit einem Druck alles auspacken, okay. Noch haben wir ja soweit nichts. Das ist unser Caravan hier übrigens. Und er fährt nicht einfach hier so von Pferden gezogen oder mit Benzinmotor rum, sondern wird gezogen von einer großen, dicken Hummel. Nämlich Rigby hier. Die können wir auch ein bisschen streicheln. Ich schnarch jetzt noch. Kann ich hier rum? Nee. Lup, du, lup, du, lup. Lauf mal hier ran. Aber sieht schon echt knuffig aus. Was kann ich hier machen? Ja. Pharma-Check. Ich mit ihm irgendwie interagieren. Hi. Damit kann ich ihm zuwinken. Ah, hier sieht man, dafür kriegt man dann Herzchen und daher braucht man auch diese Stimme, weil. Hi. Hoyo, irgendwann, ne? Sie nervt als dann vielleicht auch. Kann ich ihn auch zuwinken? Ne, der sagt eh nur Bubba Bubba dann. Baba Baba. Ja, ja, sehr gute Idee. Baba Baba. Dankeschön. Bubba Bubba. Hier haben wir eine Kuh. Leto. Ah, ich denke, ich habe dich heute noch gar nicht gesehen. Hi. Ja, ich denke auch. Gary ist an der Salatfarm. Er braucht ein bisschen Hilfe bei der Ernte. Okay, da haben wir schon mal das Erste. Könnt ihr ihn auch zuwinken jetzt hier? Hi. Hiya. Hallo. Hiya. Ab in die Hiya. Nee, Hiya wollen wir noch nicht. Was haben wir hier so? Da ist auch noch ein Typ. Fumble. Hey, Fumble. Hallöchen. Ist das nicht ein schöner Tag heute? Ich habe gehört, dass Larry ein bisschen Probleme mit der Karottenfarm hat. Ja, die wilden Karotten, ne? Das ist immer gefährlich. Kann ich dem auch jetzt zuwinken hier? Hi! Hoyo! Hoyo! So, haben wir wieder ein paar Herzchen gekriegt. So, da scheint es zur Karottenfarm zu gehen, habe ich den Eindruck. Larry's Carrot Farm. Ja, das steht noch da. No, no, no! Okay, das ist Larry. Kann man hier andere Leute den Briefkasten... Schade, ich kann nicht andere Leute die Post klauen. So gemein. Da oben sitzt ein Ziege oder was? Hi. 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 Melvin. Tag, Melvin, was machst du da oben? Kann mit dem irgendwie. Nee. Interagieren. Geht nicht. Und Frosch. Na, Frosch. Small Frog. Oh, Hallöchen, kennst du meinen Daddy? Nö. Er schaut bestimmt nach mir. Und er vermisst mich. Und das ist so unheimlich. Eben sind wir noch hier rumgehüpft in unserem Teich. Und dann bin ich jetzt hier gelandet. Ist ein ziemlich großer Hüpfer bis zum Crocus Gully für einen kleinen Frosch wie mich. Ne? Wie wäre es, wenn ich bei dir einsteige für so einen kleinen Ritt nach Hause? Jetzt habe ich einen Frosch angesammelt. Wo kriege ich das Inventar? Mit was? Oh, mit M machen wir eine Map. Okay, System. Fotomodus. Oh, das wackelt jetzt aber. Ups. Ja. Kann man hier so ein Foto machen? Ah, dann kannst du hier. Fellow Acres. Greetings from Fellow Acres. Eine Postkarte machen. Hm, die Leute, die du schon kennengelernt hast. Ist interessant. Okay. Ah, hier mal ein Panda-Bärchen rumstehen. Stumble. Hey, Stumble! Hallo, Mama? Was? Ich habe letzte Nacht über was geträumt. Ich weiß ja nicht mal ganz genau was, aber ich bin mir sicher, dass du mir ein Snack gemacht hast. Und Gary hat Probleme. Ja, ich weiß, habe ich schon gehört. Ich soll ein Snack gemacht haben. Okay. Mit dir da oben? Kommst du da runter?
Hi. Ne, anscheinend nicht. Okay, dann ja, ist vielleicht so eine Bergziege, man weiß es nicht. Latschen wir mal hier runter. Come on, don't do this to me again. Was hat er für ein Problem hier? Wir können erstmal dem Vogel hier zuwinken. Hey. Hi. Russell. Well, ja, schau mal, wer da ist. Ja, ich. Hi. Ah, mal wieder Herzchen bekommen. So, was mit dir, Larry? Was? Nicht schon wieder. Warum, Tor? Warum? Das Tor ist schon wieder kaputt. Ja, da hinten ist gerade ein Typ irgendwas am Reparieren. Hast du irgendeine Chance, Jills Toolbox für mich hier vorbeizubringen? Mhm, da ist bestimmt Werkzeug drin, das ich gebrauchen kann. Das könnte sein. Okay, Larry, habe ich dir schon zugewunken? Hoi. Hallo, hey. Au, hau, ja. Okay. Ja, latsch schon mal hier rüber. Hier war doch der irgendwo, ne? Boba, Boba, ja. Stehen schon. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, jetzt müssen wir nämlich die Werkzeugkasten hier klauen. Wie lange hämmert man dann ein Stück Holz dran? Naja, gut. Wir nehmen das jetzt nochmal mit. Ja, das ist einfach. Die Dunkel war echt nicht schlecht aus von der Grafik her. Und so ist ein bisschen schwimmen, so habe ich so einen Eindruck. Vielleicht vom Anti-Lasing oder so. So, so, was hier? Reicht das hier? Oh, oh, wow. Ah, schön, du hast Jills Toolbox. Vielen Dank. Ja, bitteschön. So, und jetzt kann ich endlich dieses Tor reparieren. Kreuz mal die Finger und die Zehen. Hier, nimm das für deine ganze Hilfe. Einem rüber. Oh, danke, die habe ich jetzt hinten in meinem Rucksack liegen. Das ist ja lustig. Man sieht, dass man geschenkt bekommt. Das ist ja knuffig. Sag mal, wo ist jetzt hier... Mit welcher Taste kann ich denn nicht in mein Inventar machen? Mit I nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja, genau. Du hast damit den Zaun repariert. Danke für die Hilfe. So, kann ich hier irgendwie rein? Nö. Okay, wir haben aber zumindest Mo rübergekriegt. Komm hier in die Post klauen? Nee. Och Mann. Wer bist du? Du bist auch ein Fuchs. Apriko. Das ist ein süßer Name. Apriko. Ich denke, ich habe dich heute noch nicht gesehen. Hi. Ja. Hi. Hallo. Hallo. Alle so freundlich hier. Hallo. Dann ordnen sie. Verpiss dich, Fremder. Na gut. Ah, hier haben wir die Salatfarm. Ich klopfe auch wieder am Zaun rum. Hier ist alles marode um hier. Hey, Buddy. Ja, Darling, hier einfach mal ein bisschen frische Luft tanken. Genau. Hier ist es immer frisch im Land. Man will oder nicht. So, hier sieht es ja nach Farm aus. So, bist du Vogel hier? Gary. Oh? Ja, bist du das, Rolf? Ja, du bist ja das neueste Mitglied der Gilde, oder nicht? Geht doch gar nicht, doch. Aber zum ersten Mal, Salat ist das die feinste Gemüse hier in der Stadt. Okay. Jo, gerne, Puado. Ah, das wird niemals alt, der Witz. Ja, genau. Nun. So, nach deiner ersten Zeit hier als offizielles Mitglied der Gilde, kannst du hier nochmal ein bisschen farmen. Genau. So, wir machen das Gate auf und du pickst, was du willst, also nimmst, was du möchtest und nimmst das mit in deinem Rucksack und wirfst es da rein. Hört sich das gut an? Ja, unglaublich geil. Ja, Wahnsinn. Kann ich jetzt hier rein? Ah, okay. Weiß ich, was ich in den Rucksack habe oder was? Okay. Na? Nee, oh, oh. Gate can't open with all the stuff on the ground. If you could move it out of the way, then... Hat er nicht den Mori über dich im Weg? Die ist aber riesig geworden, kann das sein? So. Jetzt erst. Die Mori über ist das Problem. Okay, warum nicht? So, dann haben wir ihn hier. Salat. Ich muss Salat ernten. Ups, das ist aber hinten im Rucksack drin. Ist der knuffig? Flop, der stapelt sich. Also man sieht immer, was man so mitnimmt. Das ist eine knuffige Idee. Flop. Flop, wie kann ich hier mitnehmen? Ah, 4. Dann schmeiße ich das da rein, oder was?
Flip, flip. Flip. So, habe ich noch irgendwo einen? Jetzt auch so ein Salatpflücker da drüben. Hallöchen. Das war's anscheinend. Weil mehr kann ich hier nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Quietsch! Oh, Dado, Dado. Wow, du hast ja unglaublich viel Salat gesammelt. Ja, ganz genau. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Mit deinen Pflück-Skills, ja, dann wird Farm ja wirklich super einfach. Hier, nimm das für deine Hilfe. Salat, okay. Flup, flup. Kann ich jetzt die Mohrrübe wieder mitnehmen, weil die würde ich jetzt ungern darauf verzichten. So einen ganzen Gemüsegarten hinten im Rucksack. Ja. Why not? So, dann können wir das doch jetzt hier in unser Inventar schmeißen, oder? Hier, ja. Du. Schmeißen wir das mal rein. Plump. So, einfach so. Ah ja, kann ich so reinpacken. Aber wo ist denn dieser Frosch? Sehe ich den jetzt hier oder was? Hm. Ich habe jetzt einen Frosch eingepackt, oder nicht? Man weiß ja nicht. Ah ja, unser Bienchen pennt hier. Macht der da eigentlich? Man weiß ja nicht. Okay. Boba, boba. So, laufen wir mal hier lang. Mal gucken. Ah, hier ist gesperrt. Also hier kann man noch nicht lang. Jetzt hier. Rarys Tomato Farm. Oh, gibt es Tomaten. Dill ist was? Oh, Dill, Dill, Dill. Ne? Es got himself into another climbing pickle. Wie? Hat sich in eine Kletterkrise begeben? Was meint er damit? Er erzählt mir, dass er einige seiner Tomaten dort oben wachsen sah. Hä? Und nun steckt er fest. Zum dritten Mal diese Woche. Sollen wir ihm runterhelfen? Okay, Dill is going to need some help. Ach, da oben. That pile of hay. Aha, der braucht das Heu hier. Ah ja, okay, hier ist Heu. Was ist das hier? Ah, wir müssen ihm so ein kleines Polster bauen, damit er sich nicht die Nase bricht, wenn er darunter springt. Also da muss ich einzeln droppen, kann man nicht zusammensammeln. Okay, machen wir das. Flip. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, so als Trapez hier oder zum Runterfallen. Wir sammeln Heu. Okay, und jetzt? Oh. Ups, macht er jetzt? Okay. Halleluja. Was bist du denn für einer? Okay, das war hoch. Ich werde nie wieder da hochklettern. Ja, ich bin fertig mit sowas. Danke. Ganz bestimmt. Okay. Hi. Hallo. Hallöchen. An dir habe ich noch nicht so gewunken. Hi. Hui. Hui, hui, hui. Ja, jetzt haben wir den ganzen Heuhaufen hier. Heihaufen. Den Heihaufen ist es nicht. Zum Glück. Mal gucken, ob wir hier im Teich den Heihaufen haben. Nö, den gibt es so nichts. Kann man hier eigentlich angeln im Spiel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Komm, gibt es bestimmt auch. Gibt kein Spiel, wo man nicht angeln muss. Warum auch immer. Sie kommen nicht weiter, wie das aussieht. Wo den Kollegen hier geholfen haben. Schade, ich habe noch ein paar Tomaten gepflückt. Sonst vielleicht noch eine Pizza backen können. Mit Karotten drauf. Naja. Salat. Ist sowas. So, kann man hier weiter? Hm. Na, schon back up to the caravan. Okay, hier komme ich also zu Fuß nicht weiter. Habe ich denn jetzt hier alles gemacht, was man machen kann? Hier sitzen nur so ein paar Typen rum, mit denen habe ich ja geredet, ne? Hier oben, mach hier noch irgendwo was. Da sitzt ja auch noch einer rum, ne? Was ist mit dem da, Melvin? Den kann ich aber irgendwie nicht. Hoi. Kann ich nur zuwinken. Okay. Was, aber dem haben wir schon gequatscht. Was ist das hier? Interact. I wonder how deep those and down this goes. Ich glaube, irgendwie Wasser zapfen. Nee, oder? Nee. Brauche ich nicht. Vielleicht nur für die Mission oder so. Ach, hier saß ja der Frosch. Genau. Das kleine Froschlein. So. Dann war es das hier, glaube ich, oder? Oder kann man hier auf die Karotten farmen? Hillary!
Ja, dann mach doch eigentlich das Tor so mal richtig, Mensch. Ich will Karotten, Junge. So, dann mach doch mal. Oh! Unser Bienchen ist angesattelt. Oh, das ist hier anscheinend dann Guild Rap Arthur. Hallo, Guild Rap Arthur. Dachchen Rolf, ich bin Arthur. Ich bin hier, um die neuesten Guild-Neulinge als offizielle Mitglieder einzuweihen. Ja, dann weih mal. Aha. Was erstes wir machen müssen, ist zu testen, wie man einen Markt betreibt. Okay. Unsere Märkte sind nur am Wochenende und heute ist ein Wochentag. Ja, deshalb habe ich ein paar Einheimische organisiert, die uns auf den Testmarkt Spaß haben werden. Ein Testmarkt. Okay. Also als erstes müssen wir den Markt öffnen, indem wir die Glocke läuten. Okay. Das scheint die Glocke zu sein, die ihr meint. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich vermute es mal. Bling, bling. Ups, okay. So, was jetzt? Inventar. Das jetzt hier auspacken. Backpack. Repeat is out items in the backpack. Ah, das kann man auch sortieren. Was als erstes raus soll. Ah, hier will einer Karotten. Muss ich die da hinlegen? Jetzt habe ich die Bienen gestreichelt, aber ist ja auch nicht so schlimm, glaube ich. So, hier, frischer Salat, Freunde, frischer Salat. Yum, 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 ganz frisch gepflückt. Los. Schlag zu. Einmalige Gelegenheit. Frischer Salat. Ich habe keine Tomaten. Oh, die Tomaten. Okay, hier sieht man den Smileys, ob die zufrieden sind. Das ist keine Tomate. Du kannst es noch 10 Mal angucken. Okay, achso, ich muss das hier noch. Ach, das ist die Kasse. Ah, okay. So, danke für die Herzchen. Auch sie, sehr schön. Dankeschön. Ich liebe sie auch. Danke. Und auch sie, Herzchen hier, komm. Blubberdi, sehr schön. So geht das. Du machst ja also Stände. Ich denke mal, man kann dann später im Spiel. Ach, man sieht hier sogar Fußabdrücke. Das ist knuffig. Ich mag so Details. Dann wahrscheinlich noch mehr Stände oder größere aufbauen und mehr Sachen anbieten. Das könnte allerdings dann stressig werden, wenn man dann überall irgendwas anderes hinlegen muss. Weil man sieht ja, was die hier möchten. Und ich habe schon eigentlich nichts mehr. Der Markt ist aus, Leute. Sorry. So, ich habe 5 Herzchen für Karotten und 5 für Salat bekommen. Zack. So, war das jetzt gut oder was? Sorry, Leute, für eure Enttäuschung. Ja, ich hätte auch gern mehr Salat verkauft. Ja. No. Ja. Es gibt auch nichts. Also, geht auch nichts über eine gute Checkliste. No, voll allein. Ja, ganz genau. Gute Checkliste und ein Klemmbrett. Das ist so ein bisschen typisch amerikanisch. So, der Markt lief ja ganz gut. Du hast ganz viele Häkchen auf meinem Formular. Wow. Bin mal zufrieden. Okay. Also hauptsächlich nur immer am Wochenende. Also ich kann diese Märkte nicht unbedingt machen, wann ich will. Deshalb ist gute Vorbereitung. Ja, also die Verkaufsmöglichkeiten sind begrenzt. Wenn, muss es auch richtig ausnutzen. Genau. The Happiness. Ja, die Happiness ist hier sehr wichtig. Nur mit dieser Happiness, also mit diesen Herzchen, können wir dann auch neue Sachen freischalten. Ja gut, da müssen wir uns dran gewöhnen. Je mehr wir denen also helfen oder die richtigen Produkte finden oder die zwinken, desto mehr Herzchen kriegen wir. Aha, je mehr Happiness wir kriegen, desto mehr Belohnung kriegen wir von der Gilde durch Tokens. Aha. Und mit diesen Tokens kann man den Wohnwagen aufrüsten. Ah, okay, da ist halt, dann kriegst du einen neuen Herd, ein besseres Bett oder einen Fernseher, keine Ahnung. Internetanschluss, DSL, wie auch immer. Okay, also muss Tokens verdienen. Und wir können ihn in Basilbrook in der Gildenhalle besuchen. Ah, ja, okay. Okay, press M to open the map. Dann können wir sehen, wo das ist. Hier ist Basilbrook. Kann ich da rauszoomen? Ja. Oh, ah, hier sind wir. Fellow Acres. Und hier ist Basilbrook. Immer wie so eine Postkarte gemacht. Das ist ganz lustig. Greetings from Basilbrook. Also wir müssen dann hier irgendwie vielleicht die Straße so runter und wahrscheinlich da unterwegs noch irgendwelche Missionen machen und sowas. Okay, Flip Postcard. Basilbrook, Guild Rap Arthur.
Ah, dann kann man da immer sehen, was man da machen muss, oder was? Wenn man die umdreht. Jill, hier war irgendwas mit Jill. Okay, das ist alles jetzt. Aber gut, die Karte ist was größer. Es gibt ja noch mehr Orte, allerdings sind im Early Access noch nicht alle fertig. Aber die eine gewisse Auswahl kann man besuchen, dort Märkte abhalten. So, was ist Y? Fokus? Ah, da kann man das fokussieren. Das ist ein bisschen, glaube ich, eher auf Gamepad-Bedienung ausgelegt, das Ding. Okay. So, ja, gemäß meiner offiziellen Checkliste ist alles fertig. Gut. Vergiss nicht, dass gute Taten zum Glück führen. Ja, und Glück führt zu Gilden-Tokens, mit denen man meinen Wohnwagen, Caravan hier aufrüsten kann. Okay, das setzt uns jetzt gar nicht unter Druck hier. Okay. Okay, ich, ja, Rolf, ich erwarte das erste Upgrade mit dir zusammen in Messelbrook. Oh, da, 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 da. So, wir wünschen dir und Bubba viel Glück auf deinem neuen Abenteuer. Bubba, Bubba, ja, dir auch. Ach, der ist schon oben drauf, okay. So, könnt ihr den Laden jetzt hier zusammenpacken? Hier ist noch jemand, haben den schon zugewunken? Wer bist du denn? Farmer Jack. Jo, 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 you can never have enough. Joes, I reckon. Was will er? Okay. Man kann nie genug Kinder haben. Naja, also, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber wir können dir zuwinken, oder? Hi. Ja, wir haben fast ein Herzchen voll. Okay, so ein Balken. Ich kriege dann schon unseren ersten Token. Mal gucken, muss ich hier noch. Kann ich dem Typen eigentlich auch? Kann ich dem zuwinken? Hallo? Hi. Ha. So, komm hier nochmal ein Herzchen. Habe ich dir schon zugewunken? Uku, Leto. Hi. Hallo. Hallo. Okay, da haben wir schon. Na, schade. Ne? Ich kriege den Balken hier wohl nicht voll, oder? Ja, alle schon betroffen, die man hier treffen kann, glaube ich. Dann geht's nicht weiter. Na gut. So, dann gehen wir mal mit unserem kleinen Rucksäckchen hier hinten und einem Sammelkörbchen, könnte man hier sagen. Aber wo ist denn jetzt dieser kleine Frosch eigentlich abgeblieben? Den wir da gesammelt haben, irgendwie, oder? Aber jedenfalls hier Frosch. Na gut. Drive Caravan. Ah. Driving the caravan, drive forward. Aha, okay. Man kann auch rückwärts fahren. Hey, braucht man eigentlich einen Führerschein, um das Ding fahren zu können? Boba, boba, boba. Ah ja, okay, ich sehe schon, du hast das schon alles organisiert. So, noch mal. Oh. Ah, okay. Uiuiui, okay. Das ist ja lustig. So eine Riesenbiene. Da muss aber einparken können, du. Da kann ich ja nicht lang. Kann ich hier lang? Gucken, ob ich hier lang. Ne, da kommt die Biene nicht durch. Oh. Okay. Hier lang. Eieiei, das ist ja wie ein LKW fahren. Naja, gut, ist ja fast sowas. So, und unser Boba Boba lenkt das ganze Ding dann hier. Guck mal, hier machen wir welche Picknick. So, so, so ein Bienchen, so mal rum. Okay, haben wir den nächsten Ort. Ah, dann können wir mal anhalten. Exit Caravan. So. Whisper Falls Lookout haben wir jetzt hier erreicht. Okay. Whisper Falls. Da haben wir schon wieder einen neuen Ort entdeckt. Ah, vielleicht können wir von hier nach Basilbrook. Das ist ja lustig. So. Wo ist denn jetzt hier? Keine Ahnung, wo dieser kleine Frosch abgeblieben ist. So, hoppla. Ja, leider sieht man nicht so richtig, weil dieses blöde E davor ist, was man hier macht. Ja, dieser Triggerpoint könnte auch ein bisschen kleiner sein. Oder unsichtbar werden, sobald man ihn benutzt. Naja. Hier steht auch noch so ein Kollege rum. Und Wandering Books make for the best stories. Ah, das ist so ein wandernder Buchladen. Also wir sind ein wandernder Supermarkt oder das ist ein wandernder Buchladen. Cool. Kann man ihn schon mal zuwinken. Hi. Hallo. Juhu. Ja, wir haben einen Token. Sehr schön. Bücher, Bücher, Bücher. Hi, I'm Jazz. Hey, ah, du bist wohl sehr Jurassic drauf hier. Und ich bin Rolf. Genau.
Ich erinnere mich an dich. Du und Boba würden, würden ihre Bibliotheksbücher immer zu spät zurückgeben. Bitte? Das mache ich nie. Also ich gebe immer alles innerhalb von 12 Jahren zurück. Mhm. Was? Du hast sie aber zurückgegeben, aber nicht wie einige Leute hier. Hm. Der hat eine meilenlange Warteliste, um die eventuelle Endings... Was? Der eventuelle Ending Story? Also die eventuell endende Geschichte auszuleihen. Also nicht die unendliche Geschichte, sondern die eventuell endende Geschichte. Ja, eventuell hört die Geschichte auch mal irgendwo auf. Interessantes Buch bestimmt. Bamalama. Vincent T. Plum aus Bossington vergisst immer wieder, es zurückzugeben. Vincent T. Plum, okay. Also wenn ich ihn treffen sollte unterwegs, dann sollte ich ihm das Buch abnehmen sozusagen und dann wieder zurückgeben. Okay, da haben wir eine Mission. Okay. Dann kann ich ja nicht hier die Aufgaben eigentlich sehen. Sehe ich das hier irgendwo? Map Upgrades. Ah, guck mal, was ist das? Cooking Bench. You can only purchase upgrades at the guild. Okay. Sobald ich in der Gilde bin, kriege ich also hier einen Tisch, wo ich Obst und Gemüse schneiden kann. Give knife and mixing bowl. Ach, da kann man auch mixen. Also Chopping, wir können Sachen klein schneiden und irgendwie in den Schüttel mixen. Dafür kriegen wir dann ein Token, um das in unser Gerät da einzubauen, was wir da haben. Okay, warte mal. Können wir denn hier diesen Karawan dann... Rigby. Kann man auch rein? Da kann man einen Markt aufmachen. Enter Caron. Ah, so sieht es hier drin aus. Ja, das ruckelhafte der Figur ist manchmal was gewöhnungsbedürftig, aber wir haben unser Inventar. Okay, wir haben jetzt momentan nichts. Wir haben ja alles verkauft. So mupsige Bilder von Boba hier. Okay, das wird wahrscheinlich dann irgendwann alles durch Tische, Geräte, Kühlschrank, Stereoanlage, keine Ahnung. Dann wahrscheinlich mal alles besetzt werden, was jetzt hier noch bedeckt ist. Was haben wir hier? Ein Rezeptbuch. Ah, wir haben ein Rezept für zerschnittene Karotten und zerschnittenen Salat. Ah, wir haben allerdings nichts, wo wir das schneiden können. Gut, das ist so bisher erstmal alles. Und Textilien gibt es auch. Essen und Textilien. Okay. So. Da geht man wieder raus. Ach, hier kann man schlafen. Ah, wir haben ja auch ein Bett. Okay, das heißt... Jetzt können wir noch nicht. Huge. Huge. Damit er speichert jetzt. Okay. Ah. Oh, dann können wir nochmal eine Runde drehen hier mit unserem riesen Truck. Oder? Oh. Kann man da nicht langfahren dann? Boba, Boba. Komme ich hier unten lang? Hm. Muss ich da lang fliegen? Ups, ach, oh. Wir können runter herfliegen, okay. Ah, ja, richtig? Machen wir mal. Oh, oh, Vorsicht, hier ist ein Zaun. Ui. Ei, ei, ei. Ist aber eine große Biene. Womit fütter ich die eigentlich? Honig? So, was haben wir hier? Eine Kreuzung. Dairy Mill. Dairy Me Milk Bar. Okay, was ist jetzt hier gelandet? Dairy Me Milk Bar. Hm, die Postcard ist ja süß. Harvest Whale. Flip Postcard. Gibt's hier? Wissen wir nicht. Gibt's da? Winston T. Plum. Ah ja, dann sehen wir dann die. Die Story, die wir da haben, oder die Mission. Okay, das sehen wir also dann, wenn man da draufklickt. Interessant. Okay, gut. Dann gehen wir mal raus und gucken wir mal, was wir hier an dieser Milchbarstation hier so rausfinden können. Oh, hier sind ganz viele Leute. Ei, ist ja nicht was los. Cherry Sunday heißt der hier. Den habe ich ja nur so eine Eissorte. Have all this extra milk out of the bag. Okay. Und dann jetzt? Was? Okay. Was für ein Delivery Service hat der hier?
Ich denke über eine Alternative zu meinem Flossy-Lieferservice nach. Willkommen bei Some Milk. Ein bisschen Milch, bis ich meinen Plan in Tat umgesetzt habe. Ja, danke für ein bisschen Milch. So, okay. Lauter Leute. Moment, kann ich dem hier auch? Hi. Hi. Ah ja, okay. Und das wollten sie im nächsten Update, oder haben sie das schon einbauen, dass man noch mehreren Leuten gleichzeitig zuwinken kann? Damit ein bisschen, ja, genau, damit es ein bisschen schneller mit den Herzchen geht. Hallöchen, Leute. Hi. Juhu, habt einen schönen Tag. Hier, da knuffe ich uns hier. So ein Hütchen auf. Hier so ein Axolotl. Was ist das hier? Quack, hier gibt's Milch, oder was? Ah, ja, okay. Können wir hier kostenlos Milch kriegen? Oh. Flop, flop, flop. So, ich habe jetzt Milch. Ach, hier sind Bienchen, guck mal, oder? Sieht so aus. Müssen das Vögel sein? Nee, das müssen Bienen sein. Jo. Ja, wir können nicht in andere Leute Briefkästen gucken. Ja, ist ja gut. So, heimsen wir erstmal die Milch ein, die wir jetzt hier kostenlos bekommen haben. Oh, hier ist noch so ein Frosch. Oh, oh. Hallöchen, kleiner Frosch. Oh, ring, Bruder. Ring, ring. Hm. Du siehst ein bisschen grün aus. Ich? Und das kommt von mir. Hä? Aber, wenn der Frosch fährt, kannst du mich wohl noch mit nach Hause bringen. Achso, dann mein Puma. Ja, okay. Dann komm mal mit, kleiner Frosch. Hab ich den jetzt auch eingesackt? Ja, ich habe jetzt einen Frosch und Milch. Ich will mir Froschmilch machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, ich habe Milch, Leute. Hier kriegt man kostenlose Milch. Da können wir vielleicht Milchshakes machen. So, komm, hier, rein damit. Flöpp. So. Ach, guck mal, da sitzt jetzt ein kleines Fröschlein. War das eben auch schon? Ach, da auch? Ach, da sitzt der andere Frosch, habe ich gar nicht gesehen. Also, wenn man die einsammelt, sieht man die auf dem Wagen. Jetzt ist er knuffig. Okay, ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist so ein erster Einblick in Cozy Caravan. Sieht jedenfalls hier süß ausgemacht hier. Also schon echt Zucker. Wem das zu viel Zucker ist, der sollte vielleicht drauf verzichten. Aber dafür zeige ich euch das ja hier. Ist aber echt knuffig gemacht, muss ich sagen. Mit dem Steuern hier muss man sich dran gewöhnen. Und ich denke mal, auch unsere Reise durch die diversen Gebiete, wo man was machen muss, da haben wir wahrscheinlich ziemlich viel zu tun. Wir werden immer wieder irgendwas machen müssen, sammeln. Ja, unsere Supermärkte hier, unsere Märkte abhalten und dann gucken, dass wir den Leuten hier helfen. Das wird wahrscheinlich hier so die Hauptsache sein. Gucken, ob wir unterwegs hier noch irgendwas finden. Was geht's hier hin? Croaker's Gully. Ah, kann sein, dass wir da unsere Frösche abgeben können. Aha, dann sammeln wir diese kleinen Fröschlein ein. Das ist ja wahrscheinlich so eine Sammelaktion hier. Unser gut gelaunter Baba ist auch hier oben. Dann gucken wir mal, wo dieser Croaker's Gully hier hinführt. Kann ich da schon hinfliegen? Naja, jetzt hier so. Okay, geht's runter. Normalerweise würde ich noch ein bisschen mehr erkunden, aber ich wollte ja ein bisschen mehr gucken, wie das Ding hier so fährt. Ja, das ist eine ganz knuffige Idee hier. Mit so einem fahrbaren Supermarkt fahren wir von Ort zu Ort, halten dann Markt ab, sammeln Herzchen ein, verbessern unseren Karawan, können immer weitere neuere Sachen machen und Rezepte einsammeln und sowas alles. So, na, guck mal. Hier ist ja noch so ein kleines Fröschlein. Hallöchen, muss ich auch einsammeln? Na, was? Was hast du für ein Problem? Ja. Weißt du, wie ich hier gelandet bin? Ich meine, es ist schön, aber ich mag mein Zuhause lieber. Ich komme mit dir. Okay. Flupp. Ja, wir haben noch einen Frosch. Ja, warum nicht? Okay. Es wird auch schon Abend, sehe ich jetzt hier. Okay. Geht's hier lang? Ah, hier ist so ein Teich, ne? Oh, nochmal große Seerosenblätter. Blub, 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 blub. Kann ich die Frösche hier abgeben wieder? Oh, what the hell ist das? Mr. Jumpy. Den nehme ich aber nicht mehr, der ist ein bisschen zu groß. Oh, Brodola, Brodola. Eieieiei. Weise ist der Reisende, der auf das Flüstern jenseits der Grenzen des Teiches lauscht.
Grüße, Gildenneuling. Ja, hallo, Oberfrosch. Mr. Jumpy? Okay. Diese Welten bergen viele Geheimnisse für junge Reisende. Und es scheint, dass man in meine kleinen Frösche in unbekannte Gebiete gesprungen sind. Ja, und in meinen Wagen. Es sieht so aus, als hättest du drei meiner Kinder gefunden. Ups, da Flump, da hopfen sie rum, okay. Die gehen freiwillig hier, dann wieder in den Pool zurück. Das ist ja, was? Darf ich dich bitten, meine anderen 18 jungen Frösche auch nach Hause zu bringen? 18? Ach, du Grüne. Okay, ja, machen wir natürlich gerne. Oh, ja, wenn wir zurückkommen, werden wir natürlich großzügig belohnt werden. Und wer ich bin, fragst du? Noch nicht, aber jetzt frage ich das. Ich bin... Ja, achso. Warum habe ich immer hier draufklicken? Mr. Jumpy. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, Mr. Jumpy. Wir müssen dem Kerl hier noch 18 weitere kleine Fröschlein bringen. Oh Gott. Na gut, haben wir mal zu tun. Das ist eine kleine Sammelaktion. Ja, habe ich ja schon fast gedacht. So ein bisschen Langzeitmotivation. Die letzten wirst du wahrscheinlich dann nach 6 Jahren gefunden haben, weil er irgendwo ganz versteckt irgendwo rumhängt. Jetzt soll der aber ein bisschen länger motivieren, ne? Kommen wir hier auch da runter? Oder was ist das hier? Das Mushrooms. Oh, wir haben einen Pilz gesammelt. Ich finde es knuffig, dass man das immer hinten sieht, was man angesammelt hat. Guck mal, Mushrooms. Yeah. Was ist das hier? Hier kann man so nichts einsammeln sonst. Ja, da haben wir schon mal. Zumindest mal 2 Pilze, aber irgendwas zum Verkaufen vielleicht noch. Das ist aber auch alles irgendwie, ne? Hm. Ist wieder Baustelle. Wo geht's hier weiter? Nicht. Basselbrook. Ah, hier lang müssen wir. Ja, sehr gut, sehr gut. Ah, hier sind nochmal Mushrooms. Die nehmen wir natürlich auch mit. Flüpp. Ah, schade, dass die Bäume nicht transparent werden, wenn man runterherläuft. Und hier sieht man nämlich nichts. Hm. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen doof. Da bin ich eigentlich mittlerweile aus anderen Spielen so gewohnt, dass es automatisch transparent wird. Ist ein bisschen komisch, wenn man so rumläuft und man sieht überhaupt nichts. Na, Rigby. Braves Bienchen. Jawohl. Ja, mit dem brauche ich eh nicht fragen. Gesagt nur Boba Boba. So, wo geht's hier lang? Achso, da ist die Dairy Milk Bar. Was macht ihr, Kollegen, da? Construction Worker. Hi. Juhu. Hi. Hallöchen. So, sehr schön. Dann tun wir mal unsere Pilze weg und Pilz und Milch haben wir. Was können wir daraus machen? Eine Pilzsuppe wahrscheinlich. Na gut, da müssen wir aber erstmal nach Basselbrook. Basselbrook. So. So, diesmal haben wir keinen blinden Passagier dabei. Uah, hier runter. Soll ich jetzt nicht irgendwo gegen den Zaun fahren? Ich wollte jetzt zu Ende machen, aber wir kommen noch zumindest in Basselbrook an, denke ich mal. Und dann machen wir die Folge hier zu Ende. Oder Brücke haben wir hier. Okay. Ah, das sieht das ja nach Basselbrook aus. Wo soll ich jetzt parken hier? Flip. Naja. Also diese runden Orte sind, glaube ich, immer dann die Stellen, wo man auch den Markt abhalten kann. So, Basselbrook. Jawohl. So, hey Rolfchen, wie geht's mit dir? Hier ist Arthur. Nee, umgekehrt. Hier ist Rolf, wo ist Arthur? Da kommt noch niemand. So, I suggest we start with a cooking bench. Okay. Das, denke ich, können wir gebrauchen. So, dann schauen wir mal, was wir im Gildenkatalog noch so haben. Ja, das Ding. Das können wir uns jetzt hier holen, oder wie? Da muss gedrückt halten. So, was gibt's hier noch? Thick Wheels. Dickere Räder. Aha. Damit kann man besser durch Matsch fahren. Okay. Upgraded Cooking Bench gibt es also noch mal besser. Ah, hier gibt es mehr Markttische. Okay, dann kannst du mehr verkaufen. Messer. Ja, da brauche ich aber auch noch mal 2 Tokens. Boah. Bis man hier Messer kriegt, dauert ja dann ewig. Ein Ofen, 3. Dann kann man so ein, wie heißen die Dinge noch mal, um was zu zerstampfen? Farmer's Backpack. Ah, da können wir mehr einsammeln, also einen größeren Rucksack. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Für unsere Outfits. Und hier können wir unseren Caravan nochmal anders stylen, wenn wir wollen. In Pink, in Blau, in Grün.
Ein Schwarz, mitternachtsmäßig. Okay, so, und dann sind wir in Basselbrook. Hier sind wir so lang geguckt. Okay, ja. Hier gibt es dann auch noch überall Gebiete, das ist schon nicht wenig. So, hier Basselbrook. So, wunderbar. Bla, bla, bla. So, sehr schön. Das Ding ist in meinem Karawan schon mal installiert worden. So, jetzt müssen wir meine Salatmach-Skills noch verbessern. Ja, danke. Wir machen Freunde mit Salat. Ich bin kein Freund vom Salat, aber... Na gut. Ja gut, dann wollen wir mal einen Salat machen. Ja, genau. Wir sollen es beim nächsten Markt verkaufen. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, genau. So, auf was wartest du noch? Chop, chop, chop. Ja, ich mach nicht so einen Stress. Wir haben ein neues Rezept bekommen. Wahrscheinlich gehackter Salat. Hi. Hi. Hey, dir wollte ich nicht zuwinken. Wer bist du eigentlich? Latscht hier auch rum. Hallöchen, Tier. Hi. Hallo. Wer bist du? Gilligan. Aha, der von der Insel? Hier haben wir auch noch jemanden sitzen. Eine Kuh, Ginger. Hi. Hallo. So, mit dem reden wir später nochmal. Das dauert uns zu lange hier. Schon auch noch irgendwas zu sagen. Jetzt habe ich einen Haufen Gemüse hier in meinem kleinen Rucksäckchen. Das können wir dann hier direkt mal reinschmeißen. Oder? Müssen wir ja hier, oder? So. Working Bench Skills hier. Nur rein. Das Ding hier. Ah, das ist jetzt hier installiert. Sehr schön. Craft Food. Geht nicht, weil, warum? Keine Ahnung. Hm, will er nicht. Huge. Vielleicht müssen wir die Sachen dabei haben. Wie geht das hier mit dem Bett? Will er auch noch nicht. Okay. Ach hier, da geht's zu Drive Caravan und hier Exit. Okay. So, ja. Die sollen den kleinen schneiden, oder nicht? Ist das nicht die Mission? Oma. Ah, das müssen wir dabei haben. So, und den müssen wir jetzt. Ach, du grün, das ist ein Minispiel. Ach du grüne. Okay. Mhm. 3 Sternchen. Wahrscheinlich gibt es da mehr Zufriedenheit, wenn man den dann in dem Zustand verkauft. Bei 2 Sternchen wahrscheinlich weniger Herzchen oder so. So kann ich mir das vorstellen. Okay. Können wir jetzt dann alles zerschneiden, oder? Außer die Milch natürlich. Das wird dann ein bisschen schwierig. So, dann kommen wir auch so eine Karotte. So. Ist das gut, die Tomate zu zerschnibbeln? Weiß ich nicht. Wir nehmen alles mit hier. Ups, so. Wenn wir schon alles schnibbeln können, dann schnibbeln wir das auch. Ach, du bist ja so ein Minispielchen. Puh. Sehr schön. Geschnibbelte Karotten. Und jetzt schnibbeln wir noch die Mushrooms hier. Die Pilze. Wop. 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 Nicht die Finger. Wop. So, haben die auch. So, jetzt haben wir alles geschnibbelt hier irgendwie. Oh, jetzt, das sieht doch wirklich aus. Lauter geschnibbelte Sachen hinten drin. Kann ich auch direkt hier ins Inventar schmeißen. Genau, brauche ich gar nicht nach draußen. Ah. So, die Tomaten lasse ich vielleicht mal, oder? Wenn ich, falls einer komplette Tomaten haben will. So, soll ich ihn jetzt schon im Markt aufmachen? Geht das überhaupt nicht? Ganz Thursday geht ja gar nicht. Ja, das ist ein Wochentag, Mensch, Leute. So. Läuft denn hier noch als 8. Grüne? Hier haben wir auch nochmal Leute. Mattel. Jo, hallöchen. Hi. Blub, blub, blub. Und hier, lasst euch schmecken, Jungs, Mädels. Uiuiui, hallöchen. Hi. Okay. Ach, dann soll man nicht immer irgendeinen Typen finden mit seinem Buch? War das hier? Nein, müssen wir mal gucken. Wer bist du? Macaroni. Oba, ja, das haben wir schon mal gehört. Ja, Mr. Macaroni ist hier. Okay. Ist hier die Bier gebraut oder was? Oben ist eine Ziege. Pick up. Was ist das denn?
als Erinnerungsfoto oder was? Aha. Memories. Ah, okay. Dem Ort haben wir dann irgendwie so ein Foto zum Entdecken. Das ist dann nochmal so ein Collectible hier. Wie bist du, Sammy? Danke, komm. Genau, ich grüße dich auch. Hoi. Hoi, hoi. Ihr zwei da, Hallöchen. Hi. Immer schön nett grüßen. Shelly. Hoi. Auch du. Hiya. Hallo. So. Ist das hier Met? Bier? Weiß es nicht. Kann ich hier hoch? Da hüpfen kann ich. Hallo, Ziggy? Weil Baba. Warum sagen wir jedes Mal Hallo? Warum können wir nicht einfach nur winken? Okay, ist unten drauf. Na gut. Hi. Hoio. Hoio. Na, du hast zwei Kollegen hier. Guckt ihr euch hier an? Hi. Hoio. Hoio. Donut und Willow. Okay. Ja, können wir so schöne Aussicht genießen. Okay. Ja, ist echt knuffig gemacht, das Ganze hier, optisch. Da muss man schon sagen, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Das später mal. Das du hier, Maddel, Maddie. Let's go on, ja. Wie geht's dir? So, wir haben aber wieder einen Token verdient. Ist doch gar nicht so schlecht. Kann man mit dem schon irgendwas machen? Die sind hier am Futtern alle. Hallöchen. Hi. Oh, da haben wir wieder reichlich gesammelt hier, oder? So, hier, Mr. Arthur. Was können wir denn hier? Hallo, Guild Tokens, genau. Einen haben wir ja noch. Dafür kriegen wir nichts, oder? Ja, wir könnten. Ah, wir können unseren Backpack hier, unseren Rucksack vergrößern. Das wäre, glaube ich, erstmal sinnvoll, oder? Den Wagen lasse ich wieso jetzt, der. Ja, finde ich okay. Aber wenn wir ihn mehr mitnehmen können, ich denke mal, das ist auf jeden Fall gut. Dann passen, können wir nämlich 5 Sachen tragen. Ich glaube, wie bisher 4, 3 passen hinten rein, anderen kann er tragen. Und jetzt ist es nochmal 1 mehr. Das finde ich schon mal gut. Ja. Wunderbar. Boba, boba. Dann können wir hier, glaube ich, Feierabend machen. Ist das hier? Basington Hills. Basington. Das klingt nach Bienen. Hier sehen auch mal Bienenkörben aus. Okay. Das ist ein bisschen komisch, dass ich das nicht mal ausblendet, aber okay. Basilbrook. Geht's hier anscheinend nach diesem Basington Dings. So. Was war hier? Ach so. Minsten Tea Plum. Den sollen wir finden. Ah ja. Okay. So, komm jetzt hier Feierabend machen eigentlich. Nö. Wieder nicht. Okay, dann bin ich ins Bett. Gut. Dann machen wir das aber. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. So, das wird jetzt schon mal der erste Eindruck hier von unserem neuen Spielchen hier. Bin schon mal echt knuffig gemacht auf jeden Fall. Und die Idee, dass man hier so rumfährt und überall so einen Markt abhält. Dazu muss man die ganzen Sachen dann hier auch einsammeln und Herzchen sammeln, damit man nett zu den Leuten ist. Hallo. Ist auch mal was anderes. Also hier muss man nicht einfach nur Geld zusammenraffen oder irgendwelche, weiß was ich, gefährliche Abenteuer bestehen, Leute zusammen kloppen oder sowas, sondern einfach friedlich, nett, cozy, gemütlich rumfahren mit unserem netten Fahrer, der nur Boba Boba sagt, aber reicht ja auch. Können unsere Biene nochmal streicheln. Fährt man mit so einem riesen Bienchen rum, das ist auch eine knuffige Idee, würde ich sagen. Ja, also so optisch gefällt es mir schon mal ganz gut und wie es gemacht ist, wie man so ein schönes Spiel, so, um sich da länger mit zu beschäftigen und Rezepte, Crafting ist hier ein großes Thema. Also wer sowas mag und dann so zuckersüße Optik, mit so kleinen Tierchen hier. Ich glaube, der ist hier genau richtig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet mit Cozy Caravan. Ich denke mal, ich werde hier vielleicht nochmal ein bisschen weiter reingucken. Und euch noch, vielleicht noch, kann ich euch noch ein bisschen mehr zeigen, dass wir noch zu den nächsten Orten fahren und so. Und nochmal einen Markt abhalten. Ich denke mal, bis dahin, wir haben jetzt Donnerstag, werden wir bestimmt noch ein paar Sachen hier finden können. Und auch vielleicht ein paar Upgrades uns hier machen können. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier dann nachher aussieht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal und ajo, ajo. Bye-bye.